Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Ich habe mich entschieden, einiges vorzuziehen. Das wird jetzt hier wahrscheinlich mein erstes größeres, wirklich größeres Let's Play. Meine bisherigen Let's Plays waren 25 Videos, 26 Videos. Jetzt das größere Dead Space ist jetzt 46 Videos groß. Tja. Ich denke, dieses wird weitaus mehr als 40 Videos oder 50 Videos groß. Nun ja. Fallout New Vegas. Ich werde heute nicht viel machen. Ich werde nur die ersten paar Schritte gehen. Werde das Ganze wahrscheinlich auch nochmal ein Stückchen leiser machen jetzt. Weil es sehr, sehr laut ist. So, ja, die Musik muss ja nicht allzu laut sein, die Stimmen müssen laut sein, damit ihr auch was versteht, was die sagen. Ja, die Schritte müssen für mich laut sein, damit ich nicht überrascht werde. Ansonsten der Rest ist relativ. Okay. Gut, fangen wir doch einfach mal ein neues Spiel an. Ja, ja. Ah ja. Das damalige Las Vegas, wie es scheint. Ah. Cool. Spiel laggt. Hatte ich auch noch nicht. Überspringen wir das Intro. Ist besser so. Heute ist auch echt alles für den Arsch. Keins meiner Aufnahmen will heute funktionieren, ich verstehe es nicht. Nun ja. Wir werden wohl vom Intro her irgendwo angeschossen von irgendjemandem, weil wir Rechnung wahrscheinlich nicht bezahlt haben. Sie waren für einige Tage außer Gefecht. Wurden begraben und dieser Kerl hat uns ausgegraben. Orientieren Sie sich. Mal sehen, wie groß der Schaden ist. Was ist mit Ihrem Namen? Können Sie mir Ihren Namen sagen? Besser nicht. Nein, ich heiße nicht Kurier. Wir waren ein Kurier und, naja, mein Name ist Sorrow. Nicht unbedingt das, was ich für Sie ausgewählt hätte, aber wenn das Ihr Name ist, dann ist das immer. Halt die Backen. Ich bin Duff Mitchell. Hi Mitchell. Ich hoffe, es macht mir nichts aus. Ja. Ich musste ein wenig in Ihrem Schädel wühlen, um das ganze Blei rauszuholen. Ich bin ganz stolz auf meinen Umgang mit der Nadel. Aber Sie sollten mir lieber sagen, wenn etwas nicht an der richtigen Stelle ist. Tja. Wie habe ich es gemacht? Natürlich ist nichts an der richtigen Stelle, Kollege. Du kannst echt nüscht. Du kannst echt nüscht. Natürlich sind wir männlich, ist ja wohl logisch. Ja, wir sind auch ein Weißer. Sehen alle scheiße aus, aber... Nee, der hat eine fette Fresse. Damit kann man also nur die Frisur bestimmen, ist auch cool. Ja, der sieht doch ganz okay aus, ne? Ah ja. Nein, wir sind nicht alt, wir sind blutjung. Haarfarbe. Nur rot. Der Rest kann da raus. Ich will kein Blau, ich will kein sonstiges. Nur rot. Perfekt. Gesichtsbehaarung. Oh. Nein, bloß nicht. Ja, Mann, Revolver, Mann, das ist cool. Royal, das sieht doch gut aus.
Ein alter Kart ist auch cool. Ja, yeah, Gettysburg. Ehrlicher Ape. Ha. Machiavelli. Ach, nochmal Machiavelli, das sieht ganz okay aus. Hey. Alles klar, fertig. Naja, so sehen wir aus. Die ach, du hast gar nichts richtig gehabt, Junge. Nichts mehr, sie im Bett zu lassen. Mal sehen, ob sie aufstehen kann. Gut. Warum gehen Sie nicht ans andere Ende des Zimmers? Zum Vitalitätstest da drüben. Kollege. Ich bin Gamer, wann stehe ich mal? Das ist kein Rennen. Dank. Hier. Sieht ganz gut aus. Tak. Gehen Sie rüber und probieren Sie den Nein. So merken wir schnell, ob Sie wieder alles versammeln haben. Halt die Backen und gibt's dort auf. So. Wir werden das Ganze verteilen, weiß ich nicht wohin. Da brauchen wir es auf keinen Fall, da brauchen wir es eigentlich auch nicht. Weil Geld werde ich genug sammeln. Da werden wir einsetzen wegen Fähigkeitspunkten. Da werden wir zwei setzen wegen Schusswaffen, Glück, alle kritischen. Da setzen wir auch ein. Und dann setzen wir bei Stärke, würde ich sagen, ne, bei Wahrnehmung ein. Ja. Okay. Bing, bing. Ja, das ist ein recht normales Ergebnis. Aber nach dem, was Sie durchgemacht haben, sind das gute Neuigkeiten. Mein ernsthaft? Nun, wir wissen, dass Ihre Lebenszeichen gut sind. Trotzdem ach, nicht die Kugeln aus Ihrem Gehirn einen Haufen Großhorn-Dung gemacht haben. Wie wäre es, wenn Sie sich auf die Couch setzen und ein paar Fragen mit mir durchgehen, um zu sehen, ob Ihre Hunde noch richtig bellen? Noch meine Hunde bellen noch richtig, Kollege. Aber ich sehe nackt aus. In Ordnung. Ich werde ein Wort sagen. Sie antworten mit der ersten Sache, die Ihnen dazu einfällt. Hund. Hund. Nein, der holt mir die Zeit ab. Haus. Nach. Lagerfeuer. Gegner. Töten. Licht. Nee, lieber ins Dunkel. Mutter. Irres. Gut, jetzt habe ich ein paar Aussagen. Bitte sagen Sie mir, wie sehr das nach etwas klingt, das Sie sagen würden. Die erste. Konflikte entsprechen einfach nicht meinem Wesen. Konflikte entsprechen nicht meinem Wesen? Trifft überhaupt nicht zu. Ich schieß gerne an Leute ab. Nicht gern auf die Unterstützung anderer. Trifft zu. Ich möchte immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Nee. Ich freunde mich nur langsam mit neuen Ideen an. Trifft überhaupt ich nicht zu. Ich gehe meine Probleme immer frontal und direkt an. Oh, ja. Wir haben es fast geschafft. Was sagen Sie, wenn Sie sich das hier anschauen? Sagen Sie, was Sie sehen. Gut. Was ist damit? Ein Drache. Ah. Na, es könnte tatsächlich ein Schiff auf dem Meer sein. Oder? Ja. Und das letzte. Zwei Elefanten. Steht nicht zur Auswahl. Auch cool. Yeah, gewaltvoll. Mehr hat sie nicht geschrieben. Ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten. Also. Ja, wir schauen. Was für ein Quatsch habe ich da geantwortet, ey. Das will ich natürlich nicht haben. Das ist scheißegal, was man da antwortet. Man kann das eh ändern. Ich will Schusswaffen natürlich haben, ist logisch. Das ist Trefferpunkte Essen, Trinken, Erhalten. Ah, da. Nee. Medizin war das noch. Und ich denke, Dietrich würde sich ganz gut machen für den Anfang. Ja. Schusswaffen teilt sich zumindest mittlerweile wenigstens nicht mehr allzu sehr auf. Von wegen,
große Waffen wie Raketenwerfer, Maschinengewehre und kleine Waffen wie Pistolen und sonstiges. Das ist glücklicherweise zu Fallout 3 ein guter... Bevor ich Sie gehen lasse, brauche ich noch eine Sache von Ihnen. Eine gute Sache. Füllen Sie dieses Formular aus, damit ich ein Gefühl für Ihre Krankengeschichte... Nein. Nur eine Formalität. Ich glaube ja nicht, dass Kopfschüsse in Ihrer Familie eine Erbkrankheit sind. Na, wer weiß. Hast du eine Ahnung, Junge? Ah, zwei Eigenschaften. Was haben wir denn? Wahrnehmung ohne Brille. Ich will keine Brille tragen.